Ich möchte euch da die ersten Boten von der Wegrauke zeigen. Sie macht ihren Namen alle Ehre, also ich finde es hauptsächlich auch auf Wegen. Aber der Reihe nach, also genauer werde ich es dann herzeigen, wenn sie ihre Größe erreicht hat. Jetzt geht es mir darum, dass man die auch erkennt, wenn es noch klein ist oder ein Baby ist oder frisch am Austreiben ist. Also ihr seht, da sind schon Exemplare ungefähr 35 cm hoch, die kann wesentlich härcher werden. Ich schaue dann eh da hinten auch noch hin. Aber so schaut das aus, wenn die ersten Frühlingsexemplare aus der Erde kriechen. Ist verwendbar, aber ist sehr würzig und scharf, also kresteartig. Also eher als Beigabe in Salaten oder in irgendwelchen Mischgemüsen. Ich bin ja da überhaupt nicht der Kochmensch. Wann dann esse ich das Zeug meistens roh? Da ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, näher zeige ich es dann her, wenn es größer ist. Aber so viel soll es einmal gewesen sein. Ihr wisst jetzt, wenn so ein Stangl wäre, am Wegesrand entdeckt, das muss die Wegrauke sein.